Oh. Bats. Also. Batman. Haben wir mal für zwei Himbeeren $50 bekommen. Cool. Man dankt. Firma dankt. So. Ja, ich hab's schon gesehen. Zack. Nein, $50, $65 haben wir schon. So, ich glaube, die Schulden müssen wir auch noch einpacken, oder? This law disguise is fooling anyone. There she is. So. Hey, Dutch. Oh, it's good to have Micah back again, huh? I ain't so sure about that. Anyway, I won't disturb you. All right, then. So. Good. Schauen wir mal hier. Alle eingetriebene Schulden abliefern. Jose and John are looking for you. They went out to the moonshine stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Hey, Abigail. Ah, da unten ist wieder der besoffene Priester. Ist das Jack? Ne, das ist ein Felsen. Okay, Miss Grimshaw. Why never better? Come on. Dance with me. Karen. Dance with me, Arthur. Just for a minute. Na, warum nicht? This is nice. Just like being a normal girl. Oh, being normal's good, is it? Das sieht gerade so schäbig aus. Sieht irgendwie viel zu schnell aus, wenn man beim Gegensatz zu den Beinen guckt. Ich bin überlegen, ob ich es bis zum Ende durchhalten soll.
Bin mir überlegen, ob ich es jetzt beenden soll. Thank you, Mr. Vanderlyn. My pleasure, Miss Grimm. Still got thanks for the dance. Hey, you can have a dance anytime, Arthur Morgan. Oh. You might regret that offer. Oh, für mich ist jeden. Oh, okay. Oh, weiß ich Bescheid. Das hat sich gerade echt pervers angehört. Ich lasse es besser. Ich glaube, ich lasse es besser. Was Neues gibt es hier bestimmt nicht, oder? Kontrollbuch. So. Nö. Aber das, glaube ich, brauchen wir mal wieder. Ne, das war's. So, dann würde ich gleich sagen, ich leg Arthur jetzt erstmal aufs Ohr. Was gemeldet? Ja, das war schon wieder. Schlafen bis zum Morgen. Und währenddessen sage ich jetzt einfach mal, das war's jetzt mal wieder mit Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Was da noch alles raus wird. Oh. Ich mach mal so. Ah, Mist, ich lass mich abdecken, Entschuldigung. Ja. Ja. Hallo? Kopf. What should we call him? Well, he's a wanderer. He probably did something bad. Cain. His name is Cain. Okay. Hey, Cain. Well. What did Cain do? A real bad thing. So he never stopped wandering. Good. Haben wir's jetzt? A dog. A dog. So, haben wir's jetzt? Würde ich sagen, ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal bei Red Dead Redemption 2. Euer Heavy Man. Ciao. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ja, ich bin jetzt in der Pause, damit der Typ nicht vorbei kann. Und sagen. Erste Sache, ich habe einen Schatz gefunden und ich habe ihn einfach sofort mitgenommen, weil ich hatte Angst halt, dass ich den dann nicht mehr sehe. Es war eigentlich, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich eigentlich so leicht wäre. Ich muss gerade jetzt mal gucken. Weil es gab hier so einen Berg, der Gesichtsberg, irgendwie so wie hieß, Face Mountain oder irgendwie sowas. Ich bin gerade am Suchen. Oh, wann das? Da, Face Rock. Hier irgendwo, ich glaube hier.
Ich glaube ungefähr hier war das. Da war dieses Gepäck, dieser Schatz von Giftpfad. Und wegen diesem, ja nicht Schatz, wegen der Karte von dem, wie heißt's, das sind Serienmorden. Ich glaube, das war hier. Da wollte ich eben nochmal Stellen reiten. So, zum zweiten Punkt. Ich, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, ich war in Saint-Denis. Grund dafür war, ich bin zufällig auf einen legendären Fuchs gestoßen. Hab den schnell umgebracht, gehäutet. Und dann wurde er endlich erst angezeigt mit dem Trapper. Wurde endlich da angezeigt. Da ist der Trapper. Dann bin ich zum Trapper gegangen, hab da das Ding abgegeben, wie heißt das Fell, und hab gemerkt, dass vom Jagen her ich noch eine lange, 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 lange Zeit hier dranhängen werde, weil geschätzt braucht man bestimmt 300, 400 Felle für ihn. Insgesamt. Ja. Dann war ich nochmal kurz beim Hehler, der sowieso da um die Ecke war. Hab ein paar Sachen verkauft, hab ein paar Sachen gekauft. Die ganzen Rezepte habe ich nochmal gekauft. In Saint-Denis habe ich dann zwei Sachen noch gefunden. Einmal ein Eugenika, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich weiß auch nicht mehr, was es ist. Da hat er davon gesprochen, dass wir die Weißen angegriffen werden von den Schwarzen und bla 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 bla. Und ihr wisst ja, wie diese Leute so reden. Und dann haben wir halt so mit ihm geredet, ja, ich kenne gute und schlechte Leute von allen Rassen. Und dann er so, wie was? Wie kannst du denn daran glauben, an Vermischung, dass das gut ist? Du bist ein Dummkopf. Was hast du, dann, wieso, ja, was hast du zu mir gesagt? Ja, ein Dummkopf, Dummkopf, Dummkopf. Und dann habe ich ihn erstmal geschlagen. Sagen wir so, wenn jemand uns Dummkopf nennt, ist er schon selbst schuld. Ja. Da habe ich noch ein Buch für $50 gekauft, was uns angeblich reich machen soll. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ja. Und jetzt habe ich mich im Stall mit einer Strawberry per Postkutsche hinfahren lassen. Und jetzt hören wir mal, was der Typ hier zu sagen hat. Miracle of holy passion. Yes, passion. Howdy. Passion is what drives us all. It is what drives me. It drives me to serve you, to bring you the great news. The great news that you are saved today. If only you will follow me. And do as I say, so we can spend eternity together. Ist es ein Hypnotiker? Hey, partner. Hello, sir. Do you want to be saved? Ja. Yes, desperately. Well, that's wonderful news. You are. That's really all there is to it. Was? Just do more good things and less bad ones, and we can be together for all of eternity. You and me? Yes. Forever? Great. Wow. Hui. Also, boah, geil, ich, toll. Ich bin erstaunt. Genau. Was ich auch noch sagen wollte, beim Trapper konnte ich jetzt. Was war's denn? Ich hab ja schon. Tschüss. Ich geh hier weg. Ich möchte nicht mehr reden hören. Da krieg ich die Krätze. Entschuldigung. Also, alle Leute, die jetzt irgendwie christlich oder gläubig sind, nicht gegen euch, aber nee. Ich muss das nicht hören, tut mir leid. Genau. Ja, genau, beim Trapper. Ich habe ja diese verschiedensten, ich sag jetzt mal, eine Herausforderung war das, genau, Herausforderung. Ich habe ja schon ein oder zwei schon bestanden. Dadurch durfte ich mir beim Trapper auch ein paar Sachen kaufen, die ich. Ja, ich glaube schon. Ich werde wahrscheinlich dann später nochmal ins Lager zurückkommen. Ja klar, ich muss sowieso nach da unten. Das sind die ganzen Missionen. Ich werde dann ins Lager kommen, dann werde ich es euch auch zeigen. Ich habe ein paar Waffengürtel und so weiter und so fort bekommen. Gekauft.
got a criminal here. Hey! Oh. Could you get me off this damn? Ja, warte. Nein. So, und ich habe nun immer wieder zu manchen Leuten Hallo gesagt. Dadurch hat sich auch meine Ehre verbessert. Ne, doch nicht. Oh, der ist. Ich glaube, der ist weg, oder? Scheiße. Oder nicht? Ja, ruhig. Okay, then. Bye, then. Wow. Ja, genau. Wo ich gerade diese Kopfgeldjäger. Ich habe noch mal eine Kopfgeldmission gemacht. Ich wollte nur schauen. Ja, Messer und. Ne? Ne. Ja, Bürgerkriegsmesser. Ich habe noch eine Kopfgeldmission gemacht. Von einem. Angeblich der Kopf von der. Lemoyne-Räuber. Lindsay. Keine Ahnung mehr, Entschuldigung. Habe ich auch nochmal 100 Dollar bekommen und da habe ich das Bürgerkriegsmesser gefunden. Und das sonst war es doch, glaube ich, auch schon. Ja, ich habe mein erst. Ich habe einen. Und ich habe einen perfekten. Liguan, wollte ich gerade sagen. Alligator geschossen. Das müsste jetzt auch gewesen sein, glaube ich. Wenn mir so einfällt, ja, es ist das, ja. Das mache ich, weil, okay, doch nicht. Ich muss mir noch was schauen. Tasche. Bei Karten war das, oder? Ja. 6-34-32. Oh, ich glaube nicht, dass es das ist, oder? Scheiße. Oder? Das ist so heile. Ich muss doch mal. Ich glaube, das ist das falsche Haus, oder? Ja, es ist scheiße. Ah, Mann. Ah, ich hab gehofft, das ist es. Ja, aber ich hätte bis hingucken sollen. Das Haus ist verdammt kaputt. Fuck. Entschuldigung. Das ist mein Fehler. Ah, Mist, das ist ärgerlich. Ja, wisst ihr noch da unten das Fort, dieses Indianerreservat, was sich vollkommen gelohnt hat? Vor allem, weil überhaupt nichts war. Oh, das ist ein bisschen krass. Das zieht mich ja auch gerade auf. Oh, ich hab gehofft, das ist irgendwas Besonderes. Ah ja. Welche gehofft, Schidibiepen?
Can you find me? Ja, vermeintlich ja, war in Wahrheit nicht. Ich ging den Baum. Ich wollte Spaß haben. Obwohl, ich glaube, von hier kann ich auch reisen, oder? Aber nicht nach Rhodes oder nur nach Saint-Denis, wenn dann. Achso. Fahrkarten. Ach, Rhodes geht auch. Thanks. See you again soon. Jo. Auf nach Rhodes. Ich hab so gehofft, dass es das ist. Was ich noch herausgefunden habe, ich habe nämlich so ein Video angeguckt von einem gewissen Herrn Goody und da habe ich herausgefunden, was, also ich, ja, persönlich ist es eigentlich nicht wirklich besonders wichtig, aber ein Ingame-Tag dauert 48 Minuten. Ich glaube, das ist bei GTA 5 und bei Red Dead Redemption 1, glaube ich, auch schon so gewesen. Glaube ich, weiß ich nicht. Oh, genau. Ich habe ein paar Leute vom Ku Klux Klan gefunden. Also einmal so eine Gruppierung, wo die gerade so jemanden Neues aufgenommen haben. Der dann ein Kreuz angezündet hat. Wonach er dann aber gestorben ist. Und ein anderer, weil die verbrannt sind. Fand ich ein bisschen witzig. Ja, ist noch. Um ehrlich zu sein, das sind doch Arschlöcher. Tut mir leid, aber. Ich hoffe, ihr wisst, was Ku Klux Klan ist. Ja, dann. Wir sind halt daneben gestanden und haben zugeschaut, wie die beiden da verbrannt sind. Und dann hat halt der dieser Oberpriester da halt gesagt. Ja, wie kannst du denn nur zugucken, wie zwei weiße Männer verbrennen? Ja. Dann bin ich nochmal an drei Leuten vom Ku Klux Klan vorbeigekommen. Zwei, die gerade versucht haben, ein Kreuz aufzuheben. In weißer Kutte. Und dann wieder so ein Obermob in der dritten. Und dann. Die beiden waren gerade dabei, das Kreuz aufzurichten. Und der Obermob da halt hat gesagt, ja los, ihr müsst die Arme hochstecken, hoch damit. Dann sind wir so vorbeigekommen und haben so gesagt, hallo, wie läuft's? Und die beiden, die das Kreuz versucht haben hochzuheben, haben sich so erschrocken und haben das Kreuz fallen lassen, worauf die dann gestorben sind. Und dann halt der Obermob so, ja, wie kannst du nur wagen, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und dann er hat zwei Messer gezogen, noch nicht angegriffen. Und er sich versehen hat, haben wir ihn schon verdroschen. Ich glaube, das war es jetzt auch wirklich. Egal, werden wir es schon sehen. Hey, Jose. What's going on? What are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Uh-oh. These are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy.
and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Hoffe mal, dass es funktioniert. Ich wage es mit Zweifeln. Ich freue mich schon, wenn wir nach Santini wirklich offiziell können, weil das ist echt eine coole Stadt. Also, im Spiel. Ich weiß nicht, wie es in echt ist. In echt können wir auch ganz gut vorstellen. Es sind sehr viele verschiedene Rassen da gewesen. Also, viele Menschen von anderen Ländern, sagen wir es so. Little homestead, isn't it? Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Oh. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. She's at the house. Okay. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Und hinten ist einer drauf zur Sicherheit. Ein schönes Haus, muss ich schon sagen. Ja, genau, wo haben die mir das gesagt mit der Dame? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. No, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it, at least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. Uh-oh. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. Was? All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. Was ist cribbage? Cribbage, weiß ich nicht mehr, was es war. I finally sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Wir haben momentan $1,271. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with... The sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look. Sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on.
Smoke this pipe. Cool, eine Pfeife. Just a bit squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Right? Broke poor mammy's heart. There, there. Fenton, there, there. Don't get mad now. Fine. Ja. Wenn das nicht mal schlecht geht. Ich befürchte, es geht schief. Aber hey, wir können unser Bestes geben. Huch! Beste Fahrer ever. Ah, ich kann ihn auch nicht anvisieren. Gut. Ich hab mir dann alles gedacht. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Schwarzgebrannten nehmen. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Hand out the liquor. Gentlemen! Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free! Yeah. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Ah. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. Free drinks. A gift. Bounty. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him.
Oh oh. Komm mal her. So. Oh. Da verzieht's gleich die. Ja, ich komme ja. Mehr als rennen kann ich nicht. Entschuldigung. Oh. Hallo. Zack. Hier ist ein spezieller Revolver. Achso. Hm. Hallo? Hallo? Das ist doch so. Oh oh. Hallo. Geht doch. Wie viele noch? Also ich muss mal was zu mir nehmen, Alter! Ja. Oh, Alter. Huhu. Jo. Aber es ist es nicht, oder? Das Haus. Ja, das Haus kann es nicht sein. Alright, we're good. Yeah. Remind me never to take up a career in, what was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet? I'll go speak to Dutch. Ja. Ich sagte doch, wird nicht gut laufen. Ich hab's eigentlich schon gedacht. So, what do you think? About what?
fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something. Ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Ja, dann schreibt ihr mal den Brief. Werbung, die neue amerikanische Kunstform, Teil 2. Ja, ist ja super gelaufen. Klasse. Aber wenn ich gerade hier bin. Okay, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Kopfbedeckung, habe ich auch was Neues. Pirscherhut. Keine selbstgemachten. Und Hardy Bürgerkriegshut. Haben wir gefunden. Ja. So. Noch. Schön, dass ich jetzt alle durchgehe, aber ja, nämlich Mäntel, Flintenmantel. Westen, opulente Weste. Die sieht auch cool aus. Oberteile. Lange Unterwäsche, auch jetzt in Grau. Okay. Stiefel. Waffenausrüstung, genau das war's. Waffengürtel haben wir jetzt aber Reitkunst. Arthurs und Nueva Paraiso. Ich finde den schon besser. Hauptholster. Entdecker. Ja. Entdecker haben wir jetzt momentan. Das sieht man leider nicht so gut. Ich kann es auch nicht anders drehen, tut mir leid. Waffenexperte habe ich mir auch geholt. Und eine Reparatur hatten wir schon vorher. Waffen oder... Ja, nehmen wir den. Zweitholster. Haben wir mal Kräuterkenner. Meisterjäger. Und das normale Zweite und Verbesserte. Ich nehme aber das, weil das sieht echt geil aus. Das ist Meisterjäger. Patronengürtel. Einmal Entdecker. Den haben wir jetzt an. Und Scharfschütze. Der sieht auch geil aus. Sonst war es das auch. Gut, oh. Okay. Da muss ich immer schauen.
Outfits. Hier. Auf Pferd lang. So. Ich habe gerade draufgepackt. Genau. Dann schauen wir mal hier wegen Verbesserungen. Verbesserungen. Tasche haben wir. Jetzt brauche ich die Dachs, brauche ich noch. Dachs. Einmal Dachs, einmal Leguan. Alligator-Shadow, weil wir jetzt Alligator-Haut perfekt haben. Zack. Wither-Shadow brauchen wir noch. Puma-Fell und Ochsen. John, ich jetzt. Das haben wir auch noch nicht. Speisewagen haben wir auch noch nicht. So. Und hier habe ich sowieso alles. Gut. Wo ist denn unser Haus? Damit wir nämlich schnell schauen können. Da ist es. Darum ist der Wither-Shell. Wither-Shell. Nicht wieder der Krokodilschädel. So. Wenn wir schon hier sind, können wir noch mal zu Molly gehen. Die hat ja auch noch eine Quest für uns. Ich habe jetzt mal geplant, jetzt mal eine längere Zeit aufzunehmen. Ich schau mal, ob es noch was wird. Ich wag's bezweifeln. Molly. Ja, klar.